alle liebe YouTuber. Ich habe Post bekommen und deswegen habe ich gedacht, ich mache heute, bin heute mal zu Hause in meiner Küche und ich zeige euch heute mal ein Unpacking-Video mit Pfingstrosen. Und das ist jetzt Post aus Unterfranken und es geht auch darum, wie diese Pfingstrosen am besten gepflanzt werden sollen. Aber ich gehe jetzt im Video einfach mal nach Unterfranken und da seht ihr, da werden die Pfingstrosen geteilt. Da mache ich mal einen kleinen Ausflug und dann komme ich wieder zurück zum Paket hier. So, also ihr habt jetzt gesehen, nur die besten Stücke landen beim Endkunden und ich habe jetzt hier dieses tolle Paket bekommen und habe da echt lange gewartet und das ist jetzt hier Post vom Holzeggerhof von Don Peoni und hier sind jetzt endlich die lang ersehnten guten Stücke drin. So kommen diese Pfingstrosen, die kommen, das nennt sich wurzelnackt. Ich hatte hier bestellt die Sorte Command Performance und eine ist ja keine, deswegen habe ich zwei bekommen, freue ich mich total drüber. Und wie gesagt, also die Pflanzen werden ja dort geteilt und ich muss ein bisschen spitzeln, weil ich habe so schöne Sachen, die ich erzählen wollte und nur die besten Stücke kommen jetzt also beim Endkunden an und die anderen, von den Pflanzen, die kleineren Teile, die werden jetzt in Unterfranken wieder aufgepflanzt. Da zeige ich euch mal Bilder, wie die eingepflanzt werden in den Feldern. Und da werden die kultiviert. Es gibt die Babys sozusagen, die Baby-Pfingstrosen. Und hier kam jetzt in dem Substrat. So, ich brauche eigentlich gar keine Schere. Da kam jetzt die Sorte Command Performance. Das ist meine persönliche Lieblingssorte. Die kam jetzt hier bei mir an. Und ich schneide es mal ein bisschen auf, dass ich die gut rausholen kann. Das ist jetzt eine Pflanze, ja, beziehungsweise eine Wurzel. Wow. So. Und die hat sogenannte Triebspitzen, ja Triebe. Und da gibt es jetzt an der Pflanze 3 bis 5 Triebe. Die wird in diesem Substrat geliefert. Jetzt muss ich mal gucken, wo die sind. Ah, hier sieht man die, wie schön, ja. Das sind jetzt hier die sogenannten Triebe, ja. Und die, diese Wurzel von der Pfingstrose, die muss natürlich jetzt so rum eingepflanzt werden, dass diese Triebe oben sind. Also nicht so rum, das wäre jetzt kontraproduktiv. Ja, dann wird ein schönes Loch gegraben. Es ist wichtig, ich werde euch nochmal das Pflanzvideo von Don Peoni, die haben auch einen Kanal, haben ein Pflanzvideo, das werde ich euch auch nochmal einblenden. Also da wird ein schönes Loch gegraben. Der Boden sollte nicht zu sandig sein, das ist ganz wichtig, also kann ruhig ein bisschen Lehm haben. Und es ist auch wichtig, dass die Pflanze ein bisschen Platz hat. Die sollte einen halbsonnigen bis sonnigen Standort bekommen.
Da wird dann ein Loch gegraben, die Pflanze wird reingemacht und über diese Spitzen, da sollten maximal 2 bis 3 Finger Erde drüber gemacht werden. Was passiert, wenn zu viel Erde drüber ist? Die Pflanze würde zu viel Blätter machen und die soll ja auch schöne Blüten machen. Also nicht zu stark bedecken. Ja, und dann wird sie eingepflanzt und über den Winter passiert erstmal gar nichts, weil dann kann die sich mal schön reinarbeiten, einwurzeln und im Frühjahr geht's dann los. So, liebe Blumenfreunde, herzlich willkommen zu unserem ersten Event. Wir möchten euch heute mal zeigen, wie man eine Pione pflanzt. Dazu haben wir einen Platz vorbereitet. Üblicherweise oder am besten pflanzt man Pionen eigentlich im Herbst und Spätherbst. Aber dass ihr mal eine Vorstellung habt, wie sowas grundsätzlich abläuft, machen wir das jetzt auch mal im Mai. Und einfach im Garten einen schönen Platz suchen. Halbschattig, sonnig kann es sein, nicht so viel andere Pflanzen herum, so dass sich die Pione einfach an dem Platz ordentlich entfalten kann. Und der Boden soll humus sein, am besten eignet sich auch schwerer Boden. Da kann man vielleicht ein bisschen nachhelfen, wenn man jetzt eher sandigen Boden hat. Und wir haben dazu jetzt den Boden etwas aufgelockert. Wir haben hier einen richtig schönen, lockeren Lösslehm, in dem wir heute einpflanzen, oder wie er bei uns halt in der Gegend üblich ist. Wir graben dazu ein Loch aus. So, dann habe ich hier mal eine Pionenpflanze noch aufgehoben. So wird die dann auch ausgeliefert. Die hat zwischen 3 und 5 Augen. Das sind die Augen, die man hier sieht. Und das sind dann quasi die Triebe, die Austriebe für das neue Jahr. Und wenn man das natürlich dann im Herbst macht, hat man den Vorteil, dass sich die Pflanze an dem Standort etablieren kann. Sie ist quasi ohne Blätter. Hier oben dran sind jetzt die Stiele, die sind hier abgeschnitten. Und da wäre das Laub dran und das verursacht natürlich Stress für so eine Pflanze und darum ist es am allerbesten, wenn man so eine Pflanze so wurzelnackt bekommt wie hier, die ist quasi geteilt, da sieht man auch nur die Stellen, wo sie abgetrennt wurde und da haben sich jetzt in dem Substrat, wo wir die jetzt gelagert haben, schon wieder Feinwurzel gebildet und die würden sich dann über den Winter auch bilden und dann kann die Pflanze im Frühjahr an diesen Knospen quasi austreiben und es gibt dann später den Stiel mit der Blüte obendrauf. So, und das Feld oder der Platz im Garten simulieren wir jetzt mal so. Die Triebknospen sollen nach oben ragen. Dann nehmen wir die Erde, die wir vorher rausgeschaufelt haben, um das Ganze wieder anzufüllen. Wir schauen, dass wir überall um die Wurzel schön Erde haben. Dann drücken wir das Ganze leicht an. Und dann kommt eigentlich das Allerwichtigste, dass wir über die Triebspitzen maximum 2 bis 3 Finger Erde bedecken. Ansonsten macht die Pionie sehr viel Laub und keine ordentliche Blüte. Und wenn wir die zu tief pflanzen würden, hätten wir einfach das Problem, dass die Pflanze einfach nicht ihr optimales, ihre optimale Pflanztiefe hätte. Und wir müssten quasi die Pflanze nochmal rausnehmen. Also wie gesagt, ganz wichtig ist, über diese Triebspitzen maximum 2 bis 3 Finger Erde drüber und dann geht die Pione hundertprozentig auch in die Blüte. So, und das war's. So viel zum ersten Don Pioni Event Pflanzen. Wie pflanzt man eine Pioni richtig? Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Und es ist ja auch ganz interessant, also Don Pioni hat auch einen eigenen Kanal.
Ja, und da seht ihr, da gibt es also dann noch tolle Themen, wie warum, ich habe mir, sorry, mein Spickzettel hier, wie oft muss gedüngt werden, ja, das ist ein kleines Video zum Düngen, ja, wie die Pionien vom Feld zu euch nach Hause kommen, dann gibt es noch die Schaugärten, wie schön die blühen und warum da so viel Ameisen auf den Pfingstrosen rumkrabbeln. Also das ist ein Kanal, den solltet ihr auch mal abonnieren, da wird bestimmt noch mehr Interessantes kommen. Aber für heute ist es jetzt eure Anleitung, eure Pfingstrose zu pflanzen. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und kauft gutes Pflanzenmaterial. Es ist auch wichtig, dass dieses Pflanzenmaterial ja, gut gezogen ist, eine gute Gärtnerware. Und deswegen empfehle ich einfach aus Unterfranken die Pfingstrosen. Ich wünsche euch viel Pfingstrosenfreude und freue mich, dass ihr bei dem Video dabei wart. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss!